Design hat was mit Empfinden zu tun. Beim Möbelstück spielt das Gefühl eine absolut große Rolle. Bei jedem Sofaentwurf geht es eigentlich um die Herausbildung von speziellen Charakter, weil so ein Sofa hat Falten, das hat ein Gesicht. Wenn wir ein Briefing bekommen von dem Hersteller, ist unsere Präsentationsform das Modell. Ein ganz wichtiger Grund für einen Modellbau ist die Darstellung vom Charakter von so einem Möbel. Beim CAD-Rendering kann ich natürlich nicht mit dem Daumen da auf die Polsterfläche drücken, da tut sich ja nichts. Dann drücke ich auf den Bildschirm oder aufs Papier. Polstermöbel ist so nah an einem dran, das ist ein Unterschied zum Schrank oder zum Regal. Ein Polstermöbel, das fühlt man, das sieht man nicht nur, sondern das muss einen auch beglücken, wenn man eben reinsitzt. Und dann spürt man schon, ob das eine Seele hat. Und wenn man so lange mit einer Firma zusammenarbeitet, dann denkt man ja auch mit. Und überleg, wo könnte sich was weiterentwickeln? Was für eine Typologie Möbel würden wir jetzt sagen, das bräuchte es als nächsten Schritt? Viele Menschen haben das Bedürfnis, einfach freier zu leben, freier zu wohnen. Man schafft sich heute seine Inseln in größeren oder in freieren Wohnsituationen. Und dafür ist diese organische Form, die Kummo hat, prädestiniert. Kummo steht für Wolke. Also es ist eine Wolke, die was Festes um einen rum hat. Also man sitzt nicht drauf, sondern man sitzt eher drin in der Wolke. Wir sind hier im Hinterland des Bodensees und es ist ländlicher Raum. Bei uns gibt es einfach andere Werte, als wenn wir jetzt in Paris arbeiten würden oder in Mailand. Die Inspiration kommt schon viel aus der Ruhe. Und daraus entwickelt sich dann Energie und Kraft für diese schöpferische Tätigkeit. Es entstehen auf dem See oft Gespräche oder ein Austausch, der an Land nicht stattfinden würde. Ich muss immer was gestalten. Es war schon immer so. Ich muss immer eine eigene Idee umsetzen. Darum könnte ich auch nicht Handwerker sein, weil dann müsste ich ja Dinge machen, die mir einer sagt. Ich muss aber, wenn ich ein Design mache, dann habe ich das selber entworfen. Und das macht mich einfach total glücklich. Es gibt bei Gestaltung kein richtig oder falsch. Es gibt so und so viele Individuen auf der Welt und das sind nicht alle gleich. Und deswegen kann man das nicht begrenzen auf Form follows function.